Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Space Astronomie. Jetzt haben wir im letzten Mal die Chicken Scales gesammelt, die 20 Stück. Dafür haben wir Chicken und Pig Spawn Ei bekommen. Können wir vielleicht gleich auch benutzen später einmal für die Spawner. Darauf kann man die anwenden normal und dadurch umstellen. Dann haben wir einen Chicken bzw. einen Pig Spawner. Das ist nicht schlecht. Des Weiteren haben wir noch ziemlich viel an Essen normal irgendwo, das ich bloß noch braten muss. Das wollte ich jetzt mal machen, damit wir nicht immer so kurz vorm Verhungern sind. Dann brauche ich die Mustermelonen eigentlich nicht. Packen wir hier mal das rein. 16, 24. Ja, so. Dann habe ich da noch mal was. Ist auch noch mal eine Kohle. Sage ich jetzt einfach. Advanced. Wie heißt's? Genetics. Brauchen wir jetzt den DNA-Analytiker normal, oder? Was will er haben? DNA-Analytiker, ja. Magnifier, a Stone Rod und ein Glas. Das haben wir. Und das Eisen haben wir auch. Damit haben wir unseren DNA-Analytiker. Ich glaube, der braucht auch wieder Strom. Ja, der braucht Strom. Da packen wir jetzt die 20 rein. Die werden dann langsam verarbeitet nochmal. Oder? Werden die nicht verarbeitet? Da bräuchten wir einen DNA-Extraktor erst. Aber den können wir auch schon mal machen. Ich muss die Zellen herstellen und das. Wie kriege ich die? Brauche ich doch erst den Extraktor, ne? Weil ich brauche für das brauche ich schon mal die Zellen. Muss ich die Zellen zusammenkraften? Nein. Die kommen doch nochmal hier rein. Jetzt fängt er an. Keine Ahnung, wieso der gerade keine Lust hatte. Er verbraucht Strom. Das wäre noch das Einzige gewesen, was ich gesagt hätte. Ja, habe ich doch gerade schon bekommen, das Archivment. Packen wir als nächstes mal das Kupfer rein. Und da unten irgendwo eine leere Truhe, habe ich noch so etwas. Hier alles her, dann nehmen wir die. Stellen mal die Truhe hier mit hin und packen hier zum Beispiel das Ferris Dust rein. Und ich hätte noch zwei Drohnen im Inventar gehabt. Okay, damit haben wir unsere erste Zelle und das Organic Tor. Wie heißt es? Organic Drop, also das Überbleibsel von den Zellen. Das muss halt jetzt eine Zeit lang laufen, bis wir alle 20 durch haben. Und dann können wir weitermachen. Machen wir in der Zwischenzeit mal hier weiter. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt ist die Kohle wieder verschwendet. Wir hätten sogar einen Sleeping Bag. Oh Mann. Den hätten wir brauchen können ein paar Mal. Nehmen wir doch gleich mal das Chicken zum Essen. Und haben jetzt wieder eine etwas bessere Ernährung. Der kommt natürlich nicht hinterher. Weil hier wirft jetzt das alles durch, hier immer noch das. Der kriegt gar nicht genügend, dass er irgendwie was macht. Weil die Kabel können auch, okay, 691 RF ist gar nicht so wenig. Aber trotzdem ein Windkraftrad, das ist viel zu wenig für das Ganze.
Deswegen sind wir ja auch hergegangen und haben das gemacht. Wollen wir uns halt hier am besten mal einen Stack oder auch alle packen, das da so hin, in die Mitte jetzt das. Und dann aufpassen, dass wir nicht das ganze Holz verbrauchen. Dann können wir jetzt halt noch mal vier solche Dinge herstellen. Eigentlich sogar noch mehr. Noch mal vier. Das wäre noch mal ein Windrad. Da brauchen wir dann hier noch mal das. Na, das geht schon nicht mehr. Okay, wir können zwei Windräder herstellen. Hier brauchen wir schon immer 8 Stück. Dann haben wir nicht mehr genügend für drüber, oben drüber legen. Dann müssen wir schon wieder schlafen. Dann brauchen wir von Immersive Engineering. Immersive Engineering brauchen wir jetzt das. Da kommt einfach bloß in die Mitte ein Eisen. Das geht ja halbwegs leicht. Zwei solche Dinge haben wir damit schon einmal. Wird ziemlich klein angezeigt dafür, dass das dann so ein Riesending ist. Also wir haben das. Dann brauchen wir noch den Kinetic Dynamo. Das ist der hier. Da brauchen wir die Copper Wire. 16 Stück, die stellen wir her. Also brauchen wir 16 Sticks. Außenrum immer 4 Copper. Dürften wir ja noch hier einiges haben. Das sollte ja hoffentlich funktionieren. Funktionieren wird es auf jeden Fall, aber ob es ausreicht, natürlich nicht. Wir brauchen mehr Copper. Wo ist das andere? Da habe ich ein paar Saw. Draußen habe ich ja noch meines. Das hier. Dann lassen wir doch mal da was raus. Wie viel haben wir jetzt noch? Tin ist das. Ich glaube, 3 Blöcke dürften es sein. Ja. Dann stellen wir um auf Silber, lassen 3 Blöcke Silber raus. Und dann setzen wir wieder den anderen Tisch hin und lassen noch die letzten 4 Ingots raus. Das ist jetzt das letzte Tin. Dann können wir umstellen auf Silber, wenn das mal heraus ist. Sollte ja 4 Stück übrig bleiben, ja. Habe ich mich nicht verzählt. Lassen jetzt mal das raus. Jetzt haben wir wieder verschiedene, oder? Nö, das ist sogar Silber. Ja, weil der immer durcheinander schmeißt. Mal nimmt er das her, mal nimmt er das her. Hier, glaube ich, macht er jetzt Thermal Foundation draus. Wenn ich es so rauslasse, haben wir Industrial Craft 2. Also hin und wieder ist das sehr nervig. Aber das kann man ja später noch vereinfachen, beziehungsweise können wir eigentlich auch gleich machen, indem man einen Drawer hinstellt und die Sachen einsortiert. Dann werden die auf ein Item zusammengeschoben, also auf einen Typen. Damit sollte jetzt Silber heraus sein, ja. Machen wir das weg, packen das hin, oben das hier. Ja, hier macht er sogar einer desselben. Oh Mann, musste ich niesen. Das ist jetzt Nummer 3 und jetzt das letzte. Dann können wir ja schon mal anfangen, uns Kupfer reinpacken.
Da werden wir aber noch ein paar Eimer brauchen. Die sollten, glaube ich, hier mit dabei sein. Irgendwo. Nehmen wir auch mal den Hanggleiter mit. Und fliegen dann mal kurz da hinten hin zu unserer Lava, damit wir den, wie heißt der, weiter betreiben können, halt die Schmiede. Jetzt wäre mir das Wort fast nicht eingefallen. Hier war es doch irgendwo, oder? Oder da hinten. Mal, die andere Richtung wäre auch eins gewesen. Hätte ich bloß noch ein paar Meter weiter gehen müssen. Ist ja egal. Jetzt sind wir hier. Damit haben wir alle Eimer aufgefüllt und können jetzt wieder zurück. Kann ich die nicht stacken? Schade. Die werden das Inventar ganz schön voll machen. Auf die Dauer. Okay. Dann schaffen wir es jetzt bis nach Hause nochmal. Schauen wir mal, wie viel hatten der jetzt schon wieder. Oh, die muss ich jedes Mal rausnehmen, damit er weitermacht. Na klasse. Habe ich noch Eisen dabei? Nein. 2, 3, 4, 5. Dann haben wir jetzt das Eisen und noch eine Kiste mit dran. Dann weiß man ja eh schon, was ich jetzt vorhab. Machen jetzt hier eine Kiste hin, damit das Zeug hier automatisch reingedroppt wird. Funktioniert. Zumindest die Zöllen werden automatisch reingepackt. Der Rest nicht, diese Scrap-Teile. Der hat immer noch nicht genügend. Ist aber nicht so schlimm. Weil das versuchen wir ja gerade zu machen. Ah, geht schon nicht mehr. Dann kommt da auf jeden Fall wieder das Becken hin. Weil es einfach schneller geht. Dann gleich das nächste mit rein. Bis das jetzt, glaube ich, alles heraus ist fast, dürfte das schon wieder so einigermaßen durchgeschmolzen sein. Da geht das ja einigermaßen jetzt. Ohne großen Zeitverlust. Wieso ich das da rein habe, das kommt damit hin. Okay, haben wir nochmal 9 Stück. Reicht das nicht langsam? Wie viel brauche ich nochmal? Was habe ich gesagt? 8, 16. Ich bin schon bei 44. Ja gut. Keine Ahnung, was da jetzt hatte. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Eisen. Ich glaube, unten brauchen wir dann auch jeweils 3 Stück. Das sind jetzt die Coils. Jetzt hat 1, 2. Die kommen dahin. Unten je das hier und dann nochmal 4 Redstone, links, rechts jeweils. Und damit haben wir sie. Jetzt muss ich da wieder hoch. Also da muss ich neues. Ich glaube, die dürfen auch nicht zu nah beieinander sein. Die dürfen sich, glaube ich, nicht berühren, also muss ich mit dem anderen schon bis hier rüber. An den kann man hochklettern. Okay. Das ist doch auch mal lustig. Schön zu wissen. Aber auch bloß bis zum nächsten, wo dann der im Weg ist. Runtergefallen wieder.
Okay, so einfach ist es doch nicht wie gedacht. Okay, das passt. Dann jetzt hat vorne das mit dran. Sollte sich auch hoffentlich anfangen zu drehen, oder? Und sie können sie hier schon berühren. Okay. Auch gut zu wissen. Dann brauchen wir unsere Connector. Wo habe ich die hin? Da. Da habe ich noch drei solche Coils gehabt. Den und den brauche ich jetzt. Klettern wir hier mal hoch. Ups. Und platzieren den jetzt dort hinten. Geht das? Passt. Dann gehen wir von dem hier. Keine Ahnung, geht das? Ja, sieht zwar blöd aus, aber es funktioniert. Der sollte jetzt hoffentlich Strom produzieren. Ja, sollte glaube ich schon funktionieren, oder? Ja, sieht aus, als würde er schneller Strom bekommen. Testen wir es einfach, indem ich in die Mitte auch nochmal eins setze. Dann sehen wir es ja. Ja, sieht zwar jetzt dann irgendwie blöd aus, weil die übereinander liegen alle, aber naja. Ist mir jetzt gerade so ziemlich egal. Ah, hier geht's schon wieder nicht, weil sie zu nah beieinander sind anscheinend. Gut. Ich glaube, da bin ich mit dem Handabbau bin ich schneller, oder? Naja, läuft auf selbe raus. Egal. Dann schlafen wir kurz. Und gehen halt dieses Mal auf diese Seite. Jetzt hat den hin, das hin, das sollte sich jetzt auch drehen, passt. Ich habe schon wieder die Connectors vergessen. Sehen wir jetzt gleich, ob das Strom produziert. Weil dann. Ja, komm schon. Wird das jetzt etwas? Gerade habe ich es doch auch hingekommen. Ich glaube, ich gehe auf diese Seite raus. Und hier sehen wir jetzt, ob er Strom produziert. Oder muss ich wirklich hinten raus? Das könnte ja auch sein. Uah. Runtergefallen. Probieren wir es noch einmal. Diesmal ohne runterzufallen. Es hat doch gerade auch funktioniert. Wieso jetzt halt nicht? Machen wir es halt so, bevor ich da noch ewig rumtue. Und kriege jetzt halt Strom. Irgendwie nicht. Wieso kriege ich keinen Strom? Oh Mann. Bei dem funktioniert es doch auch. Ich gehe hinten raus, wo. Ich glaube, da habe ich das Ding oben falsch gedreht. Probieren wir es halt nochmal. Dieses Mal so hinstellen. Und jetzt hat. Passt der da drüben, passt dann auch nicht. Von hier möchte ich jetzt hat. Geht es direkt bis daher? Ja. Und dann müssen wir den anderen auch noch mal kurz drehen, damit wir da
auch Strom bekommen, weil der dürfte ja auch nichts liefern, so wie er momentan da steht. Ja, der liefert auch nichts. Ja, das Kabel ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe den Connector und den Dynamo gefangen. Ja, Strom ist da. Kabel ist da schon mal dran verbunden. Und geht jetzt auch daher. Jetzt sehen wir schon, jetzt produzieren wir anscheinend ausreichend. Ist doch schon mal etwas. Da haben wir irgendeinen Grafikpack. Jetzt ist er auch weg, passt. Ups, das dahin. Dann packen wir mal unser ganzes Zeug wieder weg, was wir nicht brauchen. Was eigentlich so ziemlich alles ist momentan. Bis auf das hier. Und etwas zum Essen. Dann nehmen wir mal hier die ganzen mit und können somit das abschließen. Was haben wir diesmal gekriegt? Creeper und Skeleton. Keine Ahnung, ob man die, ja, für Mobfarmen kann man es gebrauchen. Okay, dann brauchen wir als nächstes den DNA-Extractor. Wer ist das Zeug? Advanced Genetics Extractor. Da brauchen wir so ein Buch, einen Hopper und noch mehr Eisen. So, nehmen wir da mal das ganze Eisen mit raus. Dann brauchen wir, ups, eine Truhe. Jetzt hat. Damit wir uns den Hopper herstellen können. Da kommt außenrum das, beziehungsweise jetzt noch nicht. Aber erst müssen wir noch das Buch herstellen und dazu brauchen wir ein normales Buch. Das heißt, wir brauchen Leder. Leder hatte ich doch noch eines, ja. Und haben wir hier irgendwo in der Nähe jetzt hat Zuckerrohr? Da drüben. Schauen wir mal, dass wir das noch bekommen. Ah, natürlich falle ich jetzt hier unten rein. Brauche eigentlich gar nicht alles, da reichen auch drei. Dann platzieren wir aber nicht hier, sonst muss ich wieder so weit laufen. Sondern das platziere ich dann bei mir dort irgendwo. Da auf dem Weiher zum Beispiel. Damit wir schneller wieder in Zuckerrohr kommen. Okay. Dann stellen wir uns noch schnell das Buch her. Ein Buch, außenrum vier solche Zellen. Unten das, außenrum das hier. Da rein, dann haben wir irgendwo noch unsere Kabel hin. Wo sind die jetzt? Hier, weil hier muss ich noch eins dran machen. Und damit haben wir unseren DNA-Extraktor. Den können wir auch gleich mal abschließen, oder? Noch nicht. Jetzt müssen wir 20 solche Helix herstellen, also brauchen wir noch mal vier solche Zellen. Das heißt, wir brauchen noch mal ein Huhn. Da unten sind welche. Weil dann brauche ich noch mal vier. Weil ich habe vier verbraucht für das komische Ding. Zwei, drei, vier. Passt. Ich habe vier verbrauchen müssen für unser Buch. Deshalb brauche ich noch mal vier, weil sonst kriegen wir die Menge an DNA nicht hin, die wir benötigen.
packen wir die nochmal hier mit rein. Das ist jetzt die erste Helix, F17 AAA. Das geht ja recht schnell, zum Glück. Einige schneller als der andere. Mal schauen, stacken die sich? Anscheinend nicht. Schade. Habe ich fast zwei durchlassen in dem Zeit, wo der eines macht. Oder ich hab zwei durch. Okay, gut. Dann war's das wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.